Hallo Freunde, habt ihr die Schulglocke gehört? Die Barbecue-Schule hat geöffnet. Hallo Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Stunde Jumbos Barbecue-Schule. Und heute gibt es was, passt auf. Grün, Weiß, Rot. Was sagt euch das? Italia. Wir machen heute einen Italian Outside-In Bacon Cheeseburger. Und alles, was ihr dafür kaufen müsst, das habe ich schon da. Gutes Rinderhack, Tomaten, Zwiebeln, Pancetta, italienischen geräucherten Speck, einen Käse nach Wahl. Ich habe einen italienischen San Albertino, grünen Salat, Burger Buns und Rubbel die Katz, einen Grill, der auf Temperatur ist, und zwar 180 bis 200 Grad. Los geht's. Freunde, und der besondere Clou an diesem Burger ist, der Bacon oder der Pancetta hier, knusprig, ist nicht obendrauf zwischen Käse und Fleisch. Nein, 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 er ist im Fleisch. Und deswegen muss man jetzt erstmal schön knusprig braten. Wenn die Baconstreifen schön goldgelb-braun sind, dann sind sie knusprig, dann müssen sie raus und dann müssen sie hier auf dem Küchenrollentuch ein bisschen abtropfen. Oh, sehr schön. Und während die Babys jetzt schön abkühlen und knusprig werden, mache ich die Burgersoße Italian Style. Alles, was wir brauchen, ist eine Schale, einen Löffel und für die Soße brauchen wir ordentlich Mayo. Ja. Dann brauchen wir ein bisschen Parmesan. Ein bisschen ist gut, lieber ein bisschen mehr, weil der riecht so sensationell. Also Parmesan, zack. Jetzt kommen für den Pep ein paar Chili Flakes. Salz und Pfeffer. Und zur Abrundung ein bisschen Trüffelöl. Muss man nicht, kann man aber, weil es geiler schmeckt. Und fürs Auge ein bisschen Schnittlauch. Und das Ganze, das rühren wir jetzt schön glatt. Ah, das riecht schon so geil. Und das ist erst die halbe Miete. Freunde, wenn ihr einen Burger macht, dann ist nicht nur das Brötchen wichtig oder das Fleisch. Es spielt einfach wirklich alles eine Rolle. Bis hin zur kleinsten Zutat muss alles perfekt sein. Dann wird es ein perfekter Burger. Und jetzt kommen wir ins Zentrum, liebe Freunde. Was ist im Zentrum eines Burgers? Na klar, das Patty, das Fleisch. Und ich habe mir heute Rindfleisch ausgesucht. Zu dem Fleisch sage ich gleich noch was. So, das tun wir jetzt erstmal in meine Schale. Zack. Und jetzt kommt der Clou. Bacon outside in. Normalerweise liegt der Bacon oben drüber. Ich mache den Bacon in den Burger rein. Und dazu haben wir ja den Speck angebraten. Und den nehmen wir jetzt einfach. Der ist knusprig. Und den zerbröseln wir jetzt ein bisschen. So. Und jetzt machen wir die Burger. Wir könnten sie natürlich wie die Mutti zu Hause die Buletten mit der Hand machen, aber wir sind ja vornehme Leute, wir haben eine Burgerpresse. Das ist so ein Ding. Eure Größe, oben Deckel, unten die Schale und dann tun wir das Fleisch rein. So circa 200 Gramm. Macht erstmal eine Kugel. Schön vormassieren. Je besser ihr massiert, desto besser hält das Fleisch danach beim Braten. So, haben wir das?
kommt es jetzt in die Burgerpresse rein. Einfach in die Mitte reinlegen. Und jetzt der Stempel oben drauf. Schön runterpressen. Raus aus der Form. Zack. Und der nächste. Ja, Form. Und. Da sind sie schon. So, und bevor die Burger jetzt das erste Mal gewendet werden, kommen jetzt die Brötchen auf den Grill. So, Freunde, jetzt werden die Burger gewendet. Und hier gibt es eine goldene Regel. Wenn der Grill euch die Burger nicht gibt, versucht sie nicht zu wenden. Bedeutet, wenn sie festkleben, Finger weg. Sonst brechen sie auseinander. Erst wenn der Grill sie hergibt. Sonst müsst ihr nachsitzen in der Barbecue-Schule. Die Burger habe ich jetzt gewendet. Die schauen sensationell aus. Jetzt kommt die Zwiebel und der Käse obendrauf. Und während der Käse jetzt so schön am Fleisch und am Bacon herunterläuft und sagt auf Italienisch Ciao Bacon, machen wir uns die Brötchen. Jetzt unten überall zwei Scheiben süße eingelegte Gurken. Jetzt kommt's zur Hochzeit. Das erste Mal, wenn Fleisch auf Brot trifft. Heiß, aber saftig. Einmal. Tomate. Und wann wird's ein Schuh draus? Wenn der Hut oben drauf kommt. Links herum. Huhu! Schaut sie euch an, meine italienischen Zwillinge. Ich bin ganz verliebt. Ti amo. Das passiert, wenn man Bacon ins Fleisch reintut und oben schön Parmesan in die Burgersoße. Besser geht's nicht. Freunde, und wenn ihr das nächste Mal wieder geile Rezepte sehen wollt, dann schaut zu, dass ihr hier den Kanal klickt. Dann gibt's sowas Leckeres für euch zu Hause.